Ist auch ziemlich das Einzige, was gerade billig wäre. Pumpchecks brauchen wir noch nicht, aber bald. Shotgun Shell Shooting Speed. Ist noch die einzige Waffe, die wir benutzen. Es dauert noch ein bisschen, bis wir die elektronische, die Laser Shotgun da haben und die regelmäßig befüllen können mit Batterien. Das heißt, ja. Ja, nimm mal Shooting Speed. Und stell noch ein bisschen was an Munition her. So, was wollte ich hier unten? Ich wollte blaue Chips abgreifen, genau. Zack. Fehlen noch 30 Stück, richtig? Ja. Aber du bist schon wieder regelmäßig am Arbeiten. Das ist sehr gut. Gut, gut, gut. Grüne Chips kommen auch angeflogen. Auch zu mir. Schöne Sache, sehr schöne Sache. Beschränk dich mal auf ein Stack, bitte. Okay. Bisschen Altlasten entfernen. Das müssen wir, glaube ich, da lassen. So, die hier sind bald leer. Das heißt, ich könnte die theoretisch jetzt ersetzen, die zwei hier. Durch die besseren Tanks, aber die sind bestimmt wieder schweineteuer, oder? Brauchen jede Menge Gedöns. Ja, ist alles doof. Du hast schon wieder 50 davon. Ja, nee, hier unten können wir nichts machen. Läuft alles soweit gut. Tankproduktion hier ist okay. Das mit dem Smog regt mich auf. Aber lässt sich nicht ändern. Das heißt, jetzt könnte ich mich darum kümmern, Eisen zu erweitern, weil wir. Na, wo es hält sich. 6300 Eisen. Wir haben immer noch nicht genug Kupfer. Ernsthaft? Okay. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal 100 hin klopfen. Ich weiß ja nicht. Ah, Mist, das da unten. Ja, nee. Also eigentlich wollte ich jetzt hinklopfen gehen, um noch mehr Kupfer abzubauen, aber sie arbeiten durchgehend, das reicht mir erstmal. Ich kümmere mich jetzt um ein schwerwiegenderes Problem. Das wäre nämlich, dass wir hier nicht genug Strom haben. Und zum Nachhinein betrachtet hätte ich das hier eher zum Zentrum der Basis machen sollen, weil hier wird ziemlich viel Smog produziert. Aber lässt sich nicht mehr ändern. Wir müssen erstmal die Basis da unten killen und dann hier irgendwo eine neue Mauer ziehen, damit der Smog-Generator hier nicht so nah an unserer Außenmauer ist. Aber halt, wie gesagt, erst später. Jetzt hätte ich gerne Stein. Gib mir Stein. Hatte nicht noch irgendjemand hier Stein gebraucht? Du da oben, genau. Stein ist ein Anfang. Bau bitte 5 Stück. Das ist so schweineteuer, das Zeug. Haben wir nicht noch irgendwie hier auf Vorrat irgendwas vielleicht? Kohle, Shotgun, Shells, alte Rüstung. Das ist ein interessantes Lager, ja. Aber nö. Weg, 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 weg. Da rein. Davon mal ein paar da rein. Davon ein paar da rein. Euch freilassen. Ah, der Rest ist so okay. Ja. Aber ja, kein Stein. Aha, das sieht doch viel besser aus. Bau, ganz viel Lehmfüll. So, dann brauche ich noch einen davon und ich brauche theoretisch noch einen Roboport, richtig? Ja, ich brauche hier irgendwo einen Roboport. Ne, da irgendwo einen Roboport. Bau ein Roboport. Dann machst du hier. Lenfel, da. Machst du hier bitte einen Gang rüber. Dann gucken wir, wo der eigentlich hin müsste. Nämlich da. Unter uns. So. Jupp. Lampen, Licht und so. Ja. Bau davon auch ganz viele. So, dann brauche ich noch eine Substation, fällt mir gerade auf. Dich abbrechen. Bau 3 Substations. Bau dann Licht. Aber es sollte ja hier. Mach den Baum schon mal vorsichtshalber weg. Oh, ein Stein. Wie schnell kann ich Steine abbauen? Ja, doch. Oh, das ist ein schönes Steinfeld. Das sollte ich mal
abbauen. Und wenn wir hier einen Robot gesetzt haben, dann sind wir auch hier relativ nah dran. Das heißt, ich kann unsere zwei Construction Bots dann beauftragen, hier die restlichen Mauern zu setzen. Was ja doch ein bisschen Zeit spart und ich es nicht selber machen muss, ne? Ja, das hat was, okay. Kann ich dich irgendwie ghostmäßig setzen? Ne, kann ich nicht. Dazu bräuchte ich einen Blueprint. Oh, habe ich einen Blueprint? Nein. Hätte ich einen Blueprint gehabt, hätte ich ganz kurz eine Markierung hiervon machen können. Das denn hier hinsetzen, mit diesem Geister-Waber-Ding, diesem Blaupausen-Ding halt, und dann gucken, wo ich das den Robot hinpack. Aber ich denke, dass wir... Hier. Nee, weiter oben. Oh. Stimmt. Da muss er hin. Ich brauche die Dinger als Orientierung gar nicht. Ich hätte das einfach nur annehmen. In den schönen geraden Linien hier, in den gelben gestrichelten Linien orientieren können. Das heißt, du. So. Gestrichelte Linien zeigt mir den Weg. Oh. Psst, noch eine Reihe. Okay. Ting, ting. Gestrichelte Linien zeigt mir den Weg. Was? Wollt mich da verarschen? Ja, da fehlen nochmal welche. Ich hätte gerne Stein. Gib mir bitte Stein. Danke. Kommt irgendjemand mit Stein angeflogen? Nö, okay, dann halt so. Wozu haben wir eine Ardite-Picke, wenn nicht dazu Stein mit bloßen Händen aus dem Boden zu holen? Also mit der Picke nicht mit bloßen Händen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Kann ja wohl nicht angehen. Da. Ja, also ein bisschen die zwei Felder rechts davon noch. So. Das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Zack. Und dann brauchen wir theoretisch noch darüber das Feld für die Substation. Das ist jetzt ein Problem. Lalala. Das ist ein 2x2 Feld, ne? Ja, bauen wir 60 Steine ab. Kriegen dann wieder 3 Landfill-Dinger. Irgendwas ging da gar nicht auf. So, besser. Okay. Mist. Passt du? Ja, du passt. Okay. So. So, ist alles richtig, richtig? Richtig, richtig. ja, genau. Dann werden wir später hier die Linie langziehen und das Ganze da einmal spiegeln. Das wird trotzdem nicht reichen für Strom. Vielleicht auf der Seite auch nochmal sowas bauen. Mal schauen. Shotgun Shell Shooting Speed ist fertig. Gut, dann hätte ich jetzt ganz gerne... Was braucht man für die besseren Mining Drills? Electric Mining Drill 2. Soll ich angeblich schon bauen können? Sehe ich aber nicht. Ah, da bist du. Brauch Plastik. Welches Plastik? Guck ich gleich mal. So, jetzt müssten eigentlich alle Roboter ausgelastet sein, weil die Kisten ja alle befüllt werden. Das ist okay. Ich werde auch befüllt mit roten Chips und grünen Chips. Das ist ein gutes Zeichen. Ja.
Wind weht in die andere Richtung. Und wir haben hier wieder fast ein bisschen. Okay, also ich hoffe mal, dass blaue Chips inzwischen 30 Stück fertig geworden sind. Das ist unrealistisch. Was sagen unsere Kupferzahlen? Ich sehe 460 Kupferdraht und 170 Platten. Also es scheint jetzt langsam aufzugehen. Das ist gut. Forschung können wir auch wieder anschmeißen, weil die Kisten haben alle 10. Das heißt, wir können jetzt die Sachen machen, die 100 blaue Tränke brauchen, ungefähr. Was wäre da das Wichtigste? Naja, bang. Beacons können wir auch noch nutzen, ja. Solarzellen, meh. Die hier. Ja, definitiv bessere Schilder. Auch wenn die Schweine teuer sind. Sie brauchen 10. Schild 150. Wie viel hat das normale Ding? Schild 50. Also die MK2 sind 3-mal so stark und brauchen 10-mal so viele Ressourcen. Plus 10 blaue Chips. Ja, lässt sich nicht ändern. Brauchen wir trotzdem. Research. Dann würde ich ganz gerne ein bisschen Resin da reinschmeißen und gucken, ob das Richtige dabei rauskommt. Jupp. Okay, und damit können wir gleich MK2 Mining Drills bauen. Und mal gucken, wie viele Slots die haben. Also in dieser Ditec-Version. Das schwankt ja von Version zu Version jedes Mal, was ein wenig irritierend ist. So, bauen wir das. Dann setzen wir ihn einfach hier neben und gucken, was die Werte so sagen. Da. Genau, hör auf zu arbeiten. Du hast ein Mining Speed von 1,25, was schon mal schneller ist. Du hast eine Mining Power, die höher ist. Du hast einen doppelt so hohen Pollution-Wert und hast genauso viele Slots. Ja. Gut. Wo hauen wir dich jetzt hin? Nirgends, oder? Weil du machst keinen Sinn. Also wenn ich dich jetzt hier hinsetze und da jetzt 3 davon reinschmeiße, machst du immer noch 7,2 Pollution. Ja, genau, 7,2 im Vergleich zu 3,6, also doppelt so viel. Und du produzierst zu schnell das Eisenerz, dass die Schmelze nicht hinterherkommt. Ja, tut mir leid, Junge, du bist zu gut. Und stinkst zu sehr. Nimm mal ganz kurz die da und klapper nochmal ab. Ich will nicht, dass hier irgendwo... Ah, da war schon wieder einer. Ja, okay, ich brauche mehr... Jetzt war der falsche. Du. Was brauchen wir? Wir brauchen Kupfer. Habe ich kein... Oh, ich habe gar keinen Kupfer beantragt für mich selber. Bitte gib mir immer 200 Kupfer. Ja, das neue Mining Drill Ding, könnte ich das denn nutzen, um die Kristalle abzubauen? Früher gab es dafür den Crystal Mining Drill. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Hier könnte ich Stein abbauen. Oh, du brauchst noch Strom da unten. So. Also ja, ich denke nicht, dass ich den da hinbappen kann, also dass er irgendwas macht. Aber ich kann es ja mal testen. Ich nehme einfach jetzt hier 50 Stück. Gehe damit da mal runter. Ups. Und wenn das nicht klappt, dann ziehe ich das einfach bis zum Tin und baue den da beim Tin auf. Dass ich den ganz viele Schmelzöfen herstellen kann und auch andere Sachen. Da ist ein bisschen Platz hier. So. Da. Was? Warum kann ich dich hier nicht bauen? Du bist komisch. Was? Kann ich nur auf einen bereits... Okay. Ich kann die nur auf bereits bestehende raufschmeißen. Ah, sehr kurios.
Das heißt, ich brauche jetzt ein MK1 davon, schmeiß den dann auf die da. Was nicht geht eigentlich. Also ihr könnt es nicht abbauen, weil sie zu schwach waren. Und dann werft die anderen oben drauf.